Risiken, aber auch Chancen für die deutsche Wirtschaft. Also die Einzelheiten zu der Frühjahrsprognose der deutschen Wirtschaft jetzt von der Bundespressekonferenz in Berlin. Die Weltwirtschaft befindet sich nach wie vor im Aufschwung. In den großen Volkswirtschaften nimmt die Auslastung der Produktionskapazitäten weiter zu. Allerdings haben die Expansionsraten ihren Höhepunkt überschritten. Zum einen werden in mehr und mehr Branchen und Ländern Kapazitätsgrenzen wirksam. Zum anderen trübte sich die Stimmung bei den Unternehmen zuletzt spürbar ein. Die Inflation ist nahezu überall noch recht niedrig. Jedoch dürfte sich der Lohnauftrieb in vielen Ländern angesichts zunehmender Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt nach und nach verstärken. Dies sowie die zusätzliche Nachfrage nach Konsumgütern wird wohl zu allmählich steigenden Inflationsraten führen. Zur Finanzpolitik. Die Finanzpolitik verleiht der Konjunktur in diesem und im nächsten Jahr zusätzliche Impulse. Vor allem in den USA ist die Finanzpolitik aufgrund der Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Steuerreform deutlich expansiv ausgerichtet. Der Körperschaftssteuersatz wurde signifikant gesenkt und die Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen wurden erleichtert. Auch die Einkommensteuerbelastung wurde reduziert. Im Euroraum bleibt die Finanzpolitik insgesamt leicht expansiv ausgerichtet. Nun zur Geldpolitik. Die Geldpolitik dürfte ihren expansiven Kurs in diesem und im nächsten Jahr weiter schrittweise zurücknehmen. In den USA ist die geldpolitische Straffung bereits im Gange. Die Europäische Zentralbank dürfte den Nettoankauf von Wertpapieren in diesem Jahr beenden. Die Leitzinsen werden gemäß der Prognose der Institute aber erst gegen Ende 2019 angehoben. Zur Prognose. Die Institute prognostizieren, dass die Weltproduktion im Jahr 2018 um 3,4% expandiert und damit ähnlich kräftig wie im vergangenen Jahr. Allerdings wird sich die weltwirtschaftliche Dynamik im Verlauf dieses und des kommenden Jahres abflachen. Dies liegt zum einen am raueren handelspolitischen Klima. Zum anderen fällt es angesichts hoch ausgelasteter Kapazitäten in vielen Ländern schwerer, die Produktion weiter im bisherigen Tempo auszuweiten. Immerhin liegt die von den Instituten prognostizierte Zuwachsrate der Weltproduktion im Jahr 2019 mit 3,1% noch höher als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Im Euroraum sind die konjunkturellen Auftriebskräfte trotz zuletzt gesunkener Stimmungsindikatoren weiterhin intakt. Zunehmende Kapazitätsengpässe sind allerdings ein Grund dafür, dass die konjunkturelle Dynamik im Verlauf von 2018 und 2019 geringer wird. Für dieses Jahr prognostizieren die Institute eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum um 2,3%, für 2019 um 1,9%. Die Verbraucherpreise werden laut Prognose der Institute um 1,5% im Jahr 2018 und um 1,7% im Jahr 2019 steigen. Zu den Risiken. Abschließend zu den Risiken. Die gegenwärtigen handelspolitischen Auseinandersetzungen der USA mit anderen Ländern sind nicht nur ein weiterer Schritt hin zu mehr wachstumshemmendem Protektionismus, sie stellen auch ein Abwärtsrisiko für die Konjunkturprognose dar, vor allem wenn sich der Konflikt ausweitet. Sollte dagegen der Handelskonflikt rasch entschärft werden, was durchaus möglich ist, dann würden bereits bestehende Unsicherheiten schwinden und die konjunkturelle Dynamik dürfte weltweit stärker ausfallen als in dieser Prognose unterstellt. Ein weiteres von den Instituten genanntes Prognoserisiko betrifft die Inflation. Angesichts einer vielerorts hohen Kapazitätsauslastung und hoher Liquiditätsbestände könnte die Inflation deutlich schneller steigen als im Basisszenario prognostiziert. In diesem Fall wäre mit einer schnelleren Straffung der Geldpolitik zu rechnen und dies wiederum könnte zu einer abrupten Korrektur von Vermögenspreisen führen mit negativen Effekten für die Realwirtschaft. Ich übergebe an Professor Römershäuser für den deutschen Teil. Vielen Dank. Herr Professor Römershäuser, bitte. Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen meiner Kollegen Kotz, Holtemöller, Fichtner und Dörn. Wie Sie dem Titel unserer Gemeinschaftsdiagnose entnehmen können, befindet sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahr 2018 in einem Boom
Und nach der vorliegenden Prognose dürfte sich dieser Boom auch weiter fortsetzen. Allerdings, meine Damen und Herren, wird die Luft dünner. Die verfügbaren Kapazitäten werden allmählich knapper, sodass im Prognosezeitraum die Konjunktur etwas an Schwung verliert. Neben dem hohen Auslastungsgrad, der sich bereits in vielen Wirtschaftsbereichen abzeichnet, weisen darauf auch die Geschäftserwartungen, die zum Beispiel am IFO-Institut erhoben werden, hin. Diese trübten sich zuletzt ein und das ist wohl auch Folge der Verunsicherung über das außen- und handelspolitische Umfeld, wie Herr Mikosch bereits eben ausgeführt hat. Dennoch insgesamt bleibt das Expansionstempo im Prognosezeitraum hoch. Der Aufschwung der Weltwirtschaft verliert nur allmählich an Kraft und das wird die deutschen Exporte weiter anregen. Die Binnenwirtschaft dürfte aufgrund der außerordentlich günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt schwungvoll sein. Und nicht zuletzt dürfte die neue Bundesregierung durch die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimulieren. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 2,2% und im kommenden Jahr um 2% expandieren. Damit heben die Institute ihre Einschätzung zum Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes in beiden Jahren um jeweils 0,2 Prozentpunkte gegenüber ihrer Herbstdiagnose 2017 an. Angesichts des anhaltenden kräftigen Expansionstempos wird auch die Beschäftigung weiter spürbar steigen. Da in vielen Segmenten des Arbeitsmarktes allerdings Knappheit an geeigneten Arbeitskräften herrscht und es Unternehmen inzwischen schwerfällt, offene Stellen zu besetzen, schwächt sich der Beschäftigungsaufbau im Verlaufe des Prognosehorizonts ab. Und vor diesem Hintergrund dürften auch die Bruttolöhne kräftig zulegen. Pro Kopf gehen wir in diesem und im nächsten Jahr von einem Anstieg von rund 3% aus und netto wird der Anstieg im nächsten Jahr sogar noch größer sein, da die Abgabenlast der Unternehmer, der Arbeitnehmer deutlich sinken wird. Denn im Koalitionsvertrag wurde unter anderem die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung vereinbart. Es wurde die Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung vereinbart und es gibt Maßnahmen zum Abbau der kalten Progression. Hinzu kommen dann noch Leistungsausweitungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung, sodass sich im kommenden Jahr ein spürbares Einkommensplus bei den privaten Haushalten ergeben wird. Und damit dürfte der private Konsum weiterhin eine wichtige Stütze des Aufschwungs in Deutschland bleiben. Trotz der sehr expansiven Ausrichtung des Staates oder der Finanzpolitik bleibt die Finanzlage des Staates in beiden Jahren günstig. Die konjunkturell bedingten Mehreinnahmen übersteigen die im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag stehenden Ausgabenausweitungen und Abgabenentlastungen. Und unterm Strich dürften in beiden Jahren Überschüsse von deutlich über 30 Milliarden Euro verbleiben. Die Schuldenstandsquote wird dann Ende kommenden Jahres auf 58% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sinken und damit unterhalb des Maastricht-Richtwerts von 60% liegen. Die finanzpolitischen Pläne der neuen Bundesregierung wirken in einer Zeit stimulierend auf die wirtschaftliche Aktivität, in der sich die deutsche Wirtschaft in einer Überauslastung befindet. Zwar sollte nach Ansicht der Institute die Finanzpolitik sich nicht an den kurzfristigen Konjunkturschwankungen orientieren, da wir der Meinung sind, dass eine solche Feinsteuerung in der Praxis kaum möglich ist. Aber die Finanzpolitik sollte die Konsequenzen ihrer Aktivität für die gesamtwirtschaftliche Stabilität und insbesondere die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen im Blick haben. Und insbesondere sollte eine Finanzpolitik nicht nach kurzfristiger Kassenlage betrieben werden. Unserer Meinung nach sind die im Koalitionsvertrag vereinbarten Leistungsausweitungen und Leistungsversprechen in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der gesetzlichen Rentenversicherung laufen diese Vereinbarungen diesem Nachhaltigkeitsgedanken zuwider. Natürlich ist unsere Prognose mit Risiken verbunden. Über die internationalen Risiken hat Herr Mikosch bereits berichtet. Darüber hinaus besteht insbesondere Unsicherheit hinsichtlich des zeitlichen Profils und des Volumens der im Koalitionsvertrag vereinbarten zusätzlichen Ausgaben und Entlastungen. Es ist klar, wenn das tatsächliche Finanzgebaren der öffentlichen Hand in erheblichem Maße und Umfang von den hier getroffenen Annahmen abweicht, dann könnte dies die Konjunktur entsprechend in die eine oder andere Richtung beeinflussen.
Eine weitere Annahme der Prognose ist auch, dass die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten genügend Raum dafür bieten, dass sich der Aufschwung weiter fortsetzt. Hierfür spricht unter anderem, dass der Auslastungsgrad der deutschen Wirtschaft aktuell noch unterhalb seiner früheren Spitzenwerte sich befindet. Das heißt, hier ist noch Luft nach oben. Wie gesagt, die Luft wird dünner. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Kapazitätsgrenzen früher bindend werden und dann könnte der nächste Abschwung bereits im Prognosezeitraum einsetzen. Ja, meine Damen und Herren, das war es jetzt in aller Kürze und jetzt stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir fangen gleich hier vorne an. Was ist denn da? Deutsche Welle, Nikita Jolkar. Ich habe eine Frage zu den Risiken. Ich weiß jetzt nicht genau, an wen ich mich die richten soll. Und zwar, es geht um die amerikanischen Russland-Sanktionen und in Teilen der deutschen Wirtschaft herrscht eine große Verunsicherung, dass diese Sanktionen so einen Nebeneffekt haben können, dass die deutschen Unternehmen, die Geschäfte in Russland und in den USA machen oder auf den Weltmärkten, durch diese Sanktionen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Meine Frage ist, teilen Sie zum Beispiel die Befürchtungen des Ausschusses der deutschen Wirtschaft, dass dies der Fall sein kann und wird? Und die zweite Frage, wie soll die Politik darauf reagieren? Sollte jetzt die Kanzlerin, die nächste Woche in die USA fährt, zum Beispiel dafür plädieren, für die deutschen Firmen eine Ausnahme aus diesen Sanktionen zu machen? Ja, also ganz grundsätzlich, wir haben jetzt im Rahmen dieser Gemeinschaftsdiagnose über diesen speziellen Fall nicht gesprochen. Wir haben natürlich über eher, sage ich mal, das noch, ich würde mal sagen, noch größere Problem gesprochen, die im Raum stehenden Beschränkungen im Handel zum Beispiel, die mit den USA in Verbindung stehen. Grundsätzlich sind die Institute der Meinung, dass Sanktionen natürlich nicht gut sind aus wirtschaftlicher Sicht für die Konjunktur, nicht freier Handel, freier Austausch von Waren, freier Austausch von Kapital ist ganz wichtig für den Wohlstand aller Beteiligten. Hier stehen natürlich bei dem, was Sie ansprechen, ganz klar politische Motive noch im Hintergrund. Das ist etwas, was wir nicht beurteilen können und wollen. Russland im Speziellen ist natürlich auch ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Wir haben natürlich im Rahmen der letzten Sanktionswelle, nachdem die Krim besetzt worden ist, schon gesehen, dass diese Sanktionen einen gewissen Einfluss haben. Das hat die Handelsvolumina zwischen Deutschland und Russland beeinträchtigt. Insgesamt ist aber natürlich die deutsche Wirtschaft sehr, sehr breit aufgestellt, sodass wir eigentlich keine wirklich gesamtwirtschaftlichen Effekte feststellen konnten. Herr Kurz zuerst. Ja, die Übertragungskanäle gehen ja, was speziell die Russland-Sanktionen angeht, insbesondere über die finanzwirtschaftlichen Beziehungen aus, dass also bestimmte Geschäftsverbindungen und auch Kredit- und sonstige Finanzierungsgeschäfte untersagt werden. Das kann sich in der Tat dann weiten in Bereiche, die man so gar nicht vorhergesehen hat. Und in der Tat ist es so, dass das sogenannte Friendly Fire ziemlich stark sein kann. Das heißt, die Sanktionen schlagen dann auf denjenigen zurück, der sie verhängt. Es gibt dazu auch eine Studie aus unserem Haus. Da können Sie die quantitativen Effekte auch noch einmal abschätzen. Grundsätzlich gilt aber genau das, was hier eben auch schon gesagt worden ist. Hier geht es ja nicht darum, bestimmte Konjunkturziele zu erreichen. Hier geht es um politische Ziele. Und inwieweit man bereit ist, diese Kosten dafür in Kauf zu nehmen, können wir nicht beurteilen. Holtermüller? Ja, vielleicht noch eine Zahl dazu. Der Anteil der Exporte aus Deutschland nach Russland an den gesamten deutschen Exporten sinkt seit Jahren. Dieser Anteil begann auch schon zu sinken, bevor die Sanktionen verhängt worden sind. Das hat auch damit zu tun, dass andere Volkswirtschaften auf der Welt in den Welthandel integriert werden. Und wir haben zur gleichen Zeit, zu der die Sanktionen verhängt worden sind, auch den Fall des Ölpreises erlebt. Und die
Einkäufe Russlands in der Welt sind in allen Regionen gesunken, also beispielsweise auch in China, einfach weil die Einnahmen aus dem Ölgeschäft auch gefehlt haben. Das heißt, die Beeinträchtigung des Handels mit Russland geht nicht nur auf die Sanktionen zurück, sondern zu einem vielleicht sogar größeren Teil auch auf die fehlenden Deviseneinnahmen Russlands aus Ölverkäufen.